vier Jahre auf den Mann gejagt werden, wo wir heute beispielsweise Korruptionsgesetze haben, die aber nur dann greifen, wenn tatsächlich Korruption nachweisbar ist, aber nicht da, wenn eine schnellere Fehlentscheidung am Ende getroffen wurde. Wir glauben also, dass diese Nachweismechanismen und die Mechanismen, die Politiker daran hindern können, Fehlentscheidungen zu vermeiden, heute zu schwach sind. Und dass deswegen Politiker Fehlentscheidungen treffen. Stuttgart 21, Drohnenprojekte, das Atomkraftwerk in Bayern, das heute noch läuft, obwohl man seit 5 Jahren weiß, dass es nicht verkaufen sollte. Das sind Entscheidungen, die wir heute vermeiden können, wenn wir Politikern endlich volle Verantwortung für das geben würden, was sie tun, und zwar tatsächlich finanzielle Verantwortung. Ich stelle jetzt meinen Antrag, danach dürft ihr gerne eine Frage stellen. Für uns ist ein Politiker, nach unserer Antragsdefinition, jeder, der in einem politischen Gremium Stimmrecht hat und an Entscheidungen in diesem Gremium durch sein Stimmrecht mitwirkt. Das sind Exekutivsachen, also das sind beispielsweise der Bundestag, der Legislative mitwirkt, das sind Ministerien, die quasi die an diesen Entscheidungen mitwirken, das ist der Landtag auf Länderebene, das sind auch Kommunen und Stadträte, die eben Entscheidungen mittragen und auch mit zu verantworten haben. Und das ist wichtig, jeder einzelne Politiker, der in diesen Gremien sitzt, also nicht nur die Köpfe oben, sondern der gesamte politische Korpus. Danke. Politiker haften bis zu einem Betrag von 75% ihres Vermögens für Entscheidungen, für Fehlentscheidungen, die innerhalb von 10 Jahren, nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, nachweisbar und vermeidbar falsch waren und nachweisbar und vermeidbar zu hohen Kosten für den Staat und finanzielle bezifferbaren Kosten für den Staat und für uns alle, für jeden von uns bewirkt hat. Wenn ihr dazu eine Frage habt, bitte sagen. Ja, Nikos, du sagst ja selber, die Leute, die in Gremien mitwirken. Das heißt, damit sagst du doch selber schon, ein Politiker alleine trifft eigentlich nie Entscheidungen. Es sind immer viele Leute zusammen, die das fragen. Warum bestraft ihr nur einen alleine? Wir bestrafen jeden Einzelnen. Wenn wir jeden Einzelnen als Gremium bestrafen, bestrafen wir logischerweise das gesamte Gremium mit. Aber das ist genau das Problem, wie wir sagen, dass sich heute einzelne Personen hinter ihrer Fraktion verstecken können und sagen, das war nicht meine persönliche Meinung, das war die Fraktion, die abgestimmt hat, ich habe mich nur daran gehalten. Und wir sagen, das ist falsch. Wir haben jetzt einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass sowohl Fehlentscheidungen bestraft werden können, als auch Nichtentscheidungen. Wenn zum Beispiel, wie beim AKW, weil ich weiß leider den genauen Namen nicht, ich weiß, dass es eine AKW gibt, wo seit ungefähr 5 Jahren ein Bericht existiert, dass dieses AKW nicht mehr sicher ist, dass dieses AKW nach der Bestimmung abgeschaltet werden sollte. Es läuft trotzdem noch weiter. Wenn wir über Fälle reden wie ein Eurofighter, der eine komplette finanzielle Fehlschlag waren. Wenn wir über Fälle reden wie die Drohnen, die eben in Deutschland nicht zugelassen wurden, wo der Herr Verteidigungsminister eigentlich seit einem Jahr hätte wissen müssen, dass das schief läuft und trotzdem nicht dagegen etwas getan hat. Dann haben wir Situationen, wo nachweisbar ein Schaden entstanden ist, wo Leute nachweisbar nach einem Schaden suchen, wo das vor einem Gericht entschieden werden wird und wo wir die Menschen persönlich endlich zur Rechenschaft ziehen können. Nein, danke. Verschiedene Sachen werden sich ändern. Ich glaube, erstens werden wir neue Politiker haben. Zweitens wird sich die Politik, die wir erleben, verändern. Und drittens wird sich auch die Wahrnehmung dieser Politik in unserer Gesellschaft verändern. Heute haben wir in der Politik, Verzeihung, Frau Klöckner, ich will Sie ja überhaupt nicht, gegen die ganze Meisterriege wettern, weil ich ja selbst der Meisterin im Land habe. Aber wir haben, ich glaube, das kann man durchaus sagen, Menschen, die aus Machtinteressen Politiker werden, die eventuell aus finanziellen Interessen Politiker werden, ich weiß nicht, das mag ich dem Bundespräsidenten nicht vorwerfen, aber Politik ist finanziell attraktiv. Wir erhöhen im Gegenzug dafür, dass wir eine finanzielle Verantwortung haben, wir geben um das Doppelte. Also das heißt, wir machen da einfach aber trotzdem verändern wir etwas daran, dass heute Macht entsteht, die Politik kommt, diese Menschen werden abgeschreckt, weil jemand, der nur Macht haben möchte, sich einmal überlegt, möchte ich da am Ende zur Verantwortung gezogen werden. Jemand, der sich auf seine Diät ausruhen möchte, der muss sich dreimal überlegen, kann ich davon meine Rente finanzieren, wenn ich Fehlentscheidungen treffe. Danke. Wir werden Leute haben, denen die Gesellschaft wichtig ist. Denn obwohl ich doppelte Diäten habe, gehe ich natürlich ein gewisses Risiko. Und dieses Risiko, das muss ich eigentlich wollen. Das heißt, wenn Menschen haben, die eine politische Vision haben, denen das, was sie erreichen wollen, wichtiger ist, als eventuell das Risiko, das suche ich nicht ein. Und wir sagen, das sind die Leute, die wir in der Politik haben. Und das ist ebenso wichtig. Wir werden Leute haben, die endlich bereit sind, auch tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Wir werden nicht mehr die Leute haben, die sich hinter ihrer Fraktion verstecken werden, sondern wir werden Leute haben, die bereit sind,
für das gerade zu stehen, was sie tun. Und wir sagen, das ist der Politiker, den wir haben wollen. Wir glauben, dass sich auch die Politik verändert. Das ist mein zweiter Punkt. Wie gesagt, wir werden Leute, die haben die Verantwortung übernehmen, und zwar die Verantwortung für die Gesellschaft. Wir werden so Sachen wie die Möwenpick-Skandale vermeiden, wo Leute Klientelpolitik, Lobbyismus zum Schaden der Gesellschaft betreiben. Wir werden vermeiden, dass Prestige-Objekte irgendwie gebaut werden oder sowas, die eigentlich keinen Nutzen haben, sondern die Gesellschaft einen Schaden. Wir machen im Grunde Korruption deutlich schwieriger, weil wir eben nicht nur nachweisen müssen, die Entscheidung war korrupt, sondern wir können es leicht uns, wenn ein Gericht nachweist, diese Entscheidung war zum Schaden des deutschen Volkes. Und wir halten uns gerade mal für wichtig, auch Untätigkeit endlich bei Politikern kritisieren zu können und verurteilt zu werden. Also wir werden, glaube ich, eine konservative Politik haben, aber auf die Wirkung auf die Politik wird auch Konrad noch eingehen. Zum Letzten glauben wir, dass Politik anders sagen und so leid es mir tut, als politisch interessierter Mensch, ich sehe bei Menschen, die mit mir studieren, Menschen, mit denen ich rede, dass sie Politik verlassen und dass sie das Vertrauen in die Politik verloren haben und dass sie auch keine Lust mehr haben, sich mit Politikern auseinanderzusetzen, wo sie glauben, dass die irgendwo ihren Selbstmord suchen, dass sie irgendwie sich wegducken vor Entscheidungen, dass sie nicht in der Lage sind, politische Verantwortung zu nehmen. Dafür zum Beispiel sind Politiker ja auch hochgelobt, wenn sie tatsächlich zurücktreten. Im Gegensatz zu anderen Politikern, die eben nicht Verantwortung übernehmen. Und wir glauben, dass diese Vertrauenskrise gelöst werden kann. Wenn wir sehen, dass die Menschen sich eben nicht hinter Entscheidungen verstecken, wenn wir sehen, dass die Menschen Verantwortung für das übernehmen, dass sie persönlich für das einstehen, was sie tun. Und wir glauben, das ist wichtig. Und dafür möchte ich auch persönlich einstehen. Dankeschön.